Ja, gegen 14:45 heute Nacht haben Täter offensichtlich hier in dieser Bankfiliale versucht, den Geldautomaten zu sprengen. Die Wucht der Explosion war so heftig, dass das Gebäude massiv in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Umliegende Häuser sind durch Trümmerteile auch beschädigt worden. Im Moment ist ein Statiker beauftragt zu ermitteln, inwieweit das Gebäude überhaupt begangen werden kann. Deswegen wird die Spurensicherungsmaßnahme noch ein bisschen dauern. Wir sind sehr froh, dass trotz der Wucht der Explosion kein Personenschaden zu beklagen ist. Insofern gibt es da zumindest nichts zu beklagen. Wir sind in Gesprächen mit der Bank. Da das Gebäude im Moment noch nicht betreten werden kann, gibt es noch keinerlei Erkenntnisse zur möglichen Beute. Wir haben relativ zeitnah heute Morgen in den frühen Morgenstunden den Hinweis auf ein mögliches Fluchtfahrzeug bekommen. Das Fahrzeug ordnen wir schon der Tat konkret zu, weil es auch als gestohlen einliegt. Die Spurensicherungsmaßnahmen an dem Fahrzeug werden allerdings dann in den nächsten Stunden erst beginnen. Das Fahrzeug wird hier abgeschleppt werden.